Das erste Buch Mose, Kapitel 7. Und Jehova sprach zu Noah: Gehe in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht ersehen vor meinem Angesicht in diesem Geschlecht. Von allem reinen Vieh sollst du dir nehmen, je 7 und 7, ein Männlein und sein Weiblein. Von dem Vieh aber, das nicht rein ist, je 2, ein Männlein und sein Weiblein. Auch von dem Gevögel des Himmels, je 7 und 7, ein Männlein und das Weiblein, um Samen am Leben zu erhalten, auf den ganzen Erdboden. Denn in noch 7 Tagen, so will ich regnen lassen auf Erden, 40 Tage und 40 Nächte. Und ich will vertilgen vom Erdboden jegliches Wesen, das ich gemacht habe. Und Noah tat nach allem, wie ihm Jehova geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut der Wasser auf der Erde war. Und es ging Noah und seine Söhne und sein Weib und die Weiber seiner Söhne mit ihm in die Arche vor den Wassern der Flut. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein ist, und von dem Gevögel und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, kamen je 2 und 2 zu Noah in die Arche, Männlein und Weiblein, wie Gott Noah geboten hatte. Und es geschah nach 7 Tagen, da waren die Wasser der Flut auf der Erde. Im 600. Jahre des Lebens Noachs, im 2. Monat, am 17. Tage des Monats, an diesem Tage brachen auf alle Brunnen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels taten sich auf. Und der Regen war auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte. An eben demselben Tage ging Noah und Schem und Cham und Japhet, die Söhne Noachs und das Weib Noachs und die 3 Weiber seiner Söhne mit ihnen in die Arche. Sie und alles Getier nach seiner Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, nach seiner Art und alles Gevögel nach seiner Art, alles Gevögel, alles Gefieder. Und es gingen zu Noah in die Arche, je 2 und 2 von allem Fleische, darin ein Orm des Lebens war. Und die da kamen, die kamen ein Männlein und ein Weiblein von allem Fleische, wie Gott ihm geboten hatte. Und Jehova schloss hinter ihm zu. Und die Flut war 40 Tage auf der Erde. Und die Wasser wurden groß und hoben die Arche. Und sie ward erhöht über der Erde. Und die Wasser nahmen überhand und wurden sehr groß auf der Erde. Und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen gar sehr überhand auf der Erde. Und es wurden bedeckt alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, 15 Ellen hoch
nahmen die Wasser überhand und die Berge wurden bedeckt. Und es verschied alles Fleisch, das sich regt auf Erden, an Gevögel und an Vieh und an Getier und an allem Gewimmel, das auf Erden wimmelt, und alle Menschen. Alles, in dessen Nase ein Odem des Geistes des Lebens war, von allem, was auf dem Trocknen war, starb. Und vertilgt ward jegliches Wesen, das auf dem Erdboden war, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum Gevögel des Himmels. Und sie wurden vertilgt von der Erde, und es blieb nur übrig, und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser hatten überhand auf der Erde 150 Tage.